Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect in der Legendary Edition. Im letzten Part haben wir unseren guten General-Kumpel von der Citadel leider von Cerberus getötet wiedergefunden, aber wir konnten immerhin Cerberus den Gar ausmachen und werden dann jetzt diesen Planeten mit einem semi-guten Gefühl verlassen. Da wäre mehr drin gewesen. Ich hätte ihn echt gern gerettet. Ich bin ein bisschen sad, dass er gestorben ist, aber wir haben unser Möglichstes getan. Mehr wäre nicht drin gewesen. Vielleicht hätte er überlebt, wenn wir als erstes hier hingegangen wären. Ist das einer? Hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass er noch überlebt? Dann wäre ich jetzt noch sadder. Lassen wir das lieber. Ich möchte nicht darüber sprechen. So, rein ins Marco und dann back to the Normandy. Wie war das denn? Da gab es jetzt irgendeinen Knopf. Warte. Ich habe den vorhin aus Versehen gedrückt. F. Zurück zur Normandy. Ja. F, um Respect zu payen. Und dann geht's halt ab zur Normandy, ne? Wer kennt es nicht? Gut, damit wäre diese Mission erledigt. Kommune finden. Begeben Sie sich in das Centuri-System des Hawking-Eater-Clusters. Hawking-Eater-Cluster und dann Centuri-System. Hawking-Eater. Hawking-Eater und dann Centuri. Noins. Noins. Warte, wenn wir schon mal da sind, eben kurz gucken. Den können wir erkunden. Scheiße, den erkunden wir jetzt nicht. Ah doch, natürlich. Bin dumm. Irgendwann merke ich dann noch den Unterschied zwischen erkunden und landen, weißt du? Eines Tages werde ich ihn erkunden. Leichtmetalle vorkommen. Ups. Okay. Ich mache ein bisschen langsamer, dass die, die ja Bock drauf haben, sich den Text durchlesen können. Ihr seid mir hoffentlich nicht böse, dass ich nicht jeden Planeten vorlese. Es gibt halt wirklich, Mass Effect muss man leider sagen, wenn man es richtig geil haben möchte, dann guckst du dir halt wirklich alles an, ne? Vor allem der Codex, was der dir noch über die Völker und so erklärt, das ist halt wirklich nice, aber holt halt viele Leute nicht ab, weil es einfach verdammt viel Gelese ist, ne? Hawking Eater war das jetzt, ne? Guck mal eben. Ja. Und da haben wir ja nur noch den Centuri-Cluster. Jawoll! Wird schon passen. Ich hab dann ein gutes Gefühl. Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Wer hätte es gedacht? Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken-Ether-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Mhm. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Okay. Ich sehe mir die Sache mal an. Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianzabgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Oder gefangen. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Hm, ja, das ist nicht gut. Was sind das für Anhänger? Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker? Ja, aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt. Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hätte sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Das können wir nicht zulassen. Ja, da müssen wir was tun. Was waren das für Offiziere, die da jetzt vermisst werden? Worüber wollten diese Allianzabgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Hm. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben. Okay. Erzähl mir ein bisschen was über Major Kyle. Was ist das für ein Typ? Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand.
Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Verstehe. Ich versuche, ihn zur Vernunft zu bringen. Meinst du, das könnte irgendwie klappen oder ist das aussichtslos? Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Das ist vielleicht nicht möglich, Commander. Wir wollen kein Blutbad, aber Kyle ist gefährlich. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Alles klar. Dann gucken wir dann morgen, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Was hat er gesagt? Oh, wir werden schon rausfinden, ne? Hier? Erkunden. Medaillon gefunden. Sehr schön. Dann haben wir hier Tamahira. Hier ist nichts am Start. Pressrop. Pressrop. Da sind wir wohl. Pressrop ist der Mond von Glendagon. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre aus Kohlenstoff, Dioxid und Ethan. In der Oberflächenschicht gibt es große Vorkommen von Schwermetallen. Die Allianz hat sich um die Mineralienschürferechte beworben, aber die Erschließung des Mondes wird durch die Nähe zum 5-Kiloparsec-Ring um den galaktischen Kern herum kompliziert. Der Ring ist ein Gebiet häufiger Sternenbildung und nur unter großer Gefahr zu bereisen. Na dann nix wie Rinder oder was? Ihr lachen der Gefahr ins Gesicht, meine Lieben. So, diesmal nehme ich mal meine Boys wieder mit, ja? Ist okay, ich mag die beiden halt. Squad annehmen. Ich habe irgendwie so ein Fable für die Aliens, weiß auch nicht warum. Allein Rex ist halt einfach eine geile Sau. Wenn es gehen würde, ich würde ihn sofort daten. Ich sag, wie es ist. Zack. Los geht's. Alles klar. Da haben wir eine Anomalie. Erstmal zur Anomalie. Sind wir eigentlich wieder ein Level aufgestiegen? Ja, 4 Punkte. Gleich in die Präzisionsgewehrkiste schicken. Zack. Zang. Zang, zang, alle leveln ab. Nice, nice, nice. Zwischenspeichern, weiter geht's. Ja. Sie können den Marco nun verlassen, wenn er auf ebenem Gelände geparkt ist. Weiß ich doch, ich will ihn ja auch gar nicht verlassen. Was ist denn deine Mission? Ich möchte hier schön zur Anomalie. Es sieht halt cool aus, ne? Das ist den Planeten da im Background. Wir sind hier auf dem Mond. Und man kann ja sagen, was man will über diese Leere, die diese Planeten versprühen, weil sie sind halt nun mal leer. Aber man muss sich auch wieder klar machen, wir sind ja mitten im Nichts, irgendwo mit unserem Marco auf einem unwirtlichen Planeten. Und ich finde, das Feeling kommt gut rum. Gerade da muss es ja so leer sein. Gerade da darf ja nichts sein. Deswegen, mich persönlich stört es nicht, dass die Planeten so leer sind. Es ergibt ja nur Sinn, dass sie so leer sind. Ne? Gleiches zu den Basen, die sich sehr ähneln. Kannst du ja davon ausgehen, wenn sich da ein System etabliert hat, womit man gut Basen bauen kann, warum sollten die denn überall anders aussehen? Ist doch hier ähnlich, ne? Die Technik bleibt ja die gleiche, alter Scheiße. Uiuiui. Oh, ich hab den Marco festgefahren. Ah, Moment. Alles gar kein Problem. So. Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Ort der Anhängerschaft hier, wa? Uralte Trümmer. Und wir sind bestimmt wieder zu bescheuert. Ah, ne, geht. Artefakt ist bergbar. Doinks, 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 doinks. Na, wunderbar. Beschädigtes Minenfahrzeug. Wir sind auch so ein paar knusprige Leichen davor. Also bist ein bisschen am Schweben, ne? Ah ja, egal. Entdeckung. Die Vorderfront des Marco ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Lesen läuft bei mir heute wieder, ne? Vakuum! Ah, Leute, ey. So, weiter geht's. Oh. Immer den Hügel auf, komm schon! Oh. Okay, das hat nicht so geklappt. Wir müssen uns irgendwie den Hügel wieder hocharbeiten. Rückwärts fahren. Vielleicht ist das hier wie bei Big Rigs. Rückwärts fahren geht immer. Okay, es geht voran. Oh, oh. Ui, es klötert. Ich klötere durch die Gegend.
Oh, scheiße. Das war nicht so clever, das gebe ich zu. Okay, so. Wir nähern uns dem Ziel. Oh, ich dreh durch. Irgendjemand hat mir das schon mal in die Kommentare geschrieben, was ich machen muss. Kann mir das mal irgendeiner erklären? Was ich machen muss, damit meine Elektronikfertigkeiten steigen, muss ich meinen Squad entsprechend zusammensetzen? Oder müssen halt die einzelnen Squad-Mitglieder etwas lernen, was ich aktuell ja nicht beeinflussen kann, weil die automatisch leveln? Dann würde ich auch einfach drauf, wie sagt man, kacken, ne? Das ist ja dann so. Dann müssen wir damit leben. So, da ist das Biotika-Lager. Das ist eigentlich der Ort der Begierde. Aber man will sich ja auch gründlich umschauen, nicht wahr? Bevor man dann in so ein Biotika-Lager zu den Bekloppten vordringt und mal schaut, wie sie ihren Meister da verehren, ihren kleinen Kult am Start. So, hier den Hügel hinauf. Oh. Okay, das klappt nicht. Müssen wir hier mal so seitlich versuchen. Ja, hier ist die Steigung nicht so hoch. Hier entlang. Ups, da ist das Labor. Jo, das Ding. Hier mein Rohr da. Mein Rohr. Ihr wisst schon, mein Schussrohr da, wie sich das an der Stelle am Drehen ist, weil es gar nicht weiß, wo ich hinziele. Ja, das hat mein Skill. So fahren nur die Experten. So, da vorne ist noch ein bisschen Zeug. Das sammeln wir eben noch ein. Ups. Gold. Ich liebe Gold. Auf geht's. Oh, scheiße, Bruder. Jawoll. Das hat richtig Kohle gebracht. Scheiße. Wie sieht's eigentlich aus, geldmäßig? Wir sind noch nicht bei Volldampf, also alles noch gut. Wir müssen jetzt vermutlich hier hinein. Auf den Weg. Nee. Hä? Keine Ahnung, was ich da mache. Alter. Hier sind wir richtig. Ja, hier geht's rein. Sehr gut. Erstmal speichern für den Fall, ne? Ihr kennt das ja schon. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss zu Major Kyle. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich bin hier, um zu helfen. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Er braucht meine Hilfe. Er wird sie alle umbringen. Nee. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Ach, da ist plötzlich ein Knopf dran. Hallo? Also ist jetzt das Ding gemeint hier, ne? Weil da jetzt plötzlich ein Knopf aufgetaucht ist, der gerade eben noch nicht da war. Ist bestimmt eine Falle. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass das eine Falle ist? Auf geht's! Okay. Ein Kultist, noch ein Kultist. Wie geht's euch so? Erzählt mal. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Ich behandle dich fair. Ich frage mich nur, warum du so merkwürdig durch die Gegend läufst, aber ich behandle dich fair. Mach dir da keine Sorgen, ich behandle alle gleich. Alle fair, bin ganz neutral. Biotischer Kultist, moin. Ich hoffe, ich muss euch nicht alle umbringen, ja? Es wäre mir sehr unangenehm, aber im Notfall, wenn es sein muss. So, wo ist denn Vater Kyle? Ist
Ihr würdet bestimmt gleich eine geile Story erzählen. Ja, die sind hier gelandet da, die Dudes. Und dann haben die sich selber umgebracht. Ja, ja, wir waren das nicht. Die haben sich selber umgebracht. Ich schwöre. Zack. Nee, nee, nee. Alles nehmen. Moin. Ich schau mich hier nur um, ne? Ach Gott, der gute Rex. Fehlerhaftes Objekt. Wir dringen ein in das Objekt. Da ist er. Ich bin Major Kyle. Hi. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Okay, wo sind die Ermittler? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden, denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Sicher? Sie sind nicht sicher. Die Allianz schickt mich, um Sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sie können Ihnen nicht helfen. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen Ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für Ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ja, ich werde Ihnen mal glauben. Ich glaube Ihnen. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Versprochen. Ihr Pilot kann Major Kyle von einer Allianz-Kommandopatrouille abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Sie sollten jetzt zur Normandy zurückkehren und die Allianz über Kyles Aufgabe unterrichten. Sie werden sicherlich Sie werden sicherlich ein Schiffe entsenden wollen. Alter. Okay, eine Schiffe geht raus, sag ich mal. Gut, ich hoffe, das wird hier friedlich enden, ne? Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Wird es hier friedlich ablaufen oder gibt es Sodom und Gomorra? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir machen uns dann derweil hechelnd davon. Wenn ich den Ausgang finde. Irgendwo muss er ja sein. Oh, hier ist noch eine Kiste. Alles nehmen. Hallo, hallo. So. Verlassen wir diesen Ort. Wieder die friedliche Lösung, ne? Wir sind dadurch, dass wir ein ruhiger Fahrer sind, läuft es recht friedlich. Normalerweise hätten wir uns jetzt hier durchballern müssen, ne? Aber ich finde, wir sollten ihm ruhig die Chance geben. Wieso sollen wir die alle umbringen? Ist ja irgendwie Schwachsinn, ne? Oder wie seht ihr das? Hättet ihr die alle platt gemacht? Haut's mal gerne in die Kommentare, ne? Lass mal ein bisschen sowieso mehr so über die Entscheidungen diskutieren und so. Bis jetzt ist recht ruhig. Da geht noch was. So, hier hin und zur Normandy ging zurück mit, habe ich wieder vergessen. F, um Respect zu payen. Ja, Hahn, entspann dich, alles wird gut. Wir müssen erstmal zurück zur Normandy. Okay, meine Lieben, ihr habt den Hahn krähen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.